Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute geht es nach São Paulo, eine Riesenstadt in Brasilien. Viel Spaß beim Schauen! Wir haben im Mercur Bella Vista übernachtet. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nicht unglaublich zentral, daher empfehle ich ein Hotel an der Avenida Paulista. Kostet zwar etwas mehr, aber es lohnt sich. Trotzdem hat es hier für uns sehr gut gereicht. Am ersten Tag gingen wir auf den Markt. Schaut euch diese leckeren Früchte an. Die Gemüse, diese Farben, die Frische. Einfach nur zum Reinbeißen. Und hier einige Eindrücke der Stadt. São Paulo ist eine Riesenstadt und der Kontrast zwischen Arm und Reich ist riesig. Zum Teil findet ihr komplett vermüllte Stadtteile und Menschen, die darin leben, oder dann einfach Hochhäuser mit Helipads, auf denen man von A nach B befördert wird. Einfach nur krass und irgendwie auch voll traurig. Unser erster Stopp war der Farol Santander. Ein guter Start, um die Stadt etwas von oben zu überblicken. Ihr zahlt Eintritt und erhaltet Zugang zur Aussichtsplattform und den aktuellen Ausstellungen. Auch ein Besuch wert ist die Straße 25 de Março. Dort findet ihr fast nur Locals und viele kleine günstige Shops. Hier lohnt sich, Souvenirs zu kaufen, aber behaltet eure Wertsachen immer nahe bei euch. Dort sind viele Diebe unterwegs. Von dort aus könnt ihr gemütlich zum Mercado Municipal spazieren. Es gibt dort leckere Früchte und viel mehr zu probieren und kaufen. Übrigens, in der ersten Etage findet ihr viele verschiedene Restaurants mit diversen Spezialitäten von São Paulo. By the way, so sah unser Frühstück im Hotel aus. Wenn ihr in Brasilien seid, probiert einfach unbedingt Goiabada. Das ist ähnlich wie Quittengelee, einfach besser. Und esst das zusammen mit Queijo Minas, ein zart Mozzarella-ähnlicher Käse. Trust me. Und hier esse ich gerade ein traditionelles Pão de Queijo, also Käsebrot. Food in Brasilien ist einfach anders. Einfach gut. Der nächste Tag führte uns in den Stadtteil Bras. Dort findet ihr übrigens unglaublich billige Kleidung bei Straßenhändlern zu kaufen. Geht dort einfach nicht als Touri hin, sondern nur mit einem Local. Es ist ein sehr armer Stadtteil und hat dementsprechend eine hohe Kriminalitätsrate. Wenn ihr euch fragt, was das für ein Gebäude ist, es ist eine 1:1 Nachbildung des Tempels Salomons aus der Bibel. Ihr könnt den Garten besuchen, müsst aber dafür Eintritt zahlen und eine einstündige Tour machen. Falls euch biblische Themen interessieren, ist das eine sehr spannende Tour. Im Garten wachsen außerdem original Olivenbäume aus Israel.
Und by the way, das Material des ganzen Gebäudes wurde aus Israel importiert. Krass, oder? Unser nächster Stop war natürlich der berühmte Havaianas Store. Hier gibt es Havaianas in jeder Form und Farbe. Ich nehme natürlich die pinken mit Glitzer. Unser letzter Tag in Sao Paulo führte uns in den berühmten Ibirapuera Park. Hier hat man Zeit, sich zu erholen, zu entspannen, Kokosnuss zu schlürfen und einfach den Tag zu genießen. Übrigens könnt ihr so ein cooles Gefährt am Eingang des Parkes mieten. Wichtig ist einfach, ihr müsst es am gleichen Ort zurückbringen, wo ihr es geholt habt. Ein kleiner Geheimtipp von mir: besucht das MEC-Museum gleich neben dem Park. Dort habt ihr eine unglaublich schöne Aussicht auf die Stadt und es gibt super leckere Cocktails dort. Weiter geht's in der Batman's Alley. Ein kleiner Geheimtipp für die, die Kunst mögen. Es gibt unglaublich viele kleine, schöne Galerien dort. Leider hatten wir nicht viel Zeit und konnten nur kurz einige Galerien anschauen, aber das, was wir gesehen haben, war wirklich, wirklich schön. Unser nächster Stop war Sampa Sky. Hier habt ihr die Möglichkeit, wunderschöne Bilder mit der Skyline von Sao Paulo zu schießen. Plant einfach genug Zeit ein, denn ihr kauft das Ticket für einen bestimmten Zeitpunkt und dann könnt ihr den Lift nach oben nehmen. Oben müsst ihr dann noch je nach Andrang 1 bis 2 Stunden warten. Überlegt euch schon im Vorfeld, was ihr für Fotos machen wollt, denn ihr habt wenige Minuten Zeit. Ja, und das war's dann auch schon von unserem kleinen Trip nach Sao Paulo. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und ich freue mich schon auf das nächste Video.